Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Glaze. Dem letzten Part. Oh Gott, da waren wir kurz in der echten Welt, was mich scheiß verwirrt hat, weil es viel zu warm hier draußen ist. Da war wieder eine Pokémon-Welt, dann sind wir hier im Damm drin und ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt kämpfen muss. Hi. Oh, ist es nicht amazing, wie Elektrizität hergestellt wird, Alter? Das ist voll amazing, du hast aber kein Elektro-Pokémon, oder? Ich würde mir nämlich voll auf den Sack gehen. Die Elektro-Pokémon. Wäre es noch möglich, an die zu kommen? Ich sehe schon. Du lässt da nicht mit dir verhandeln, okay? Ja, da ist so ein Knacksel. Ich meine ein Gabite. Was? Oh, fuck. Okay. Das... Machen wir uns nichts vor. Das, Wirklich Dragon Rage? Was war ein Dragon Rage? Ist das nicht Wutanfall? Was zum Teufel ist Dragon Rage? Ich bin jetzt verwirrt. Ich meine, wenn es Wutanfall... Ich war mir ziemlich sicher, dass Wutanfall ist. Wutanfall lässt ihn... Oh, ich glaube, ich weiß, was Dragon Rage ist. Pass mal auf, Leute. Ich habe kurz meine 1er Übersetzungsskills spielen lassen und ich bin da auf eine Idee gekommen. Dragon Rage ist Drachenwut. Hä? Dragon wie Drache, Rage wie Wut. Fantastisch, wie habe ich das nur rausgefunden? Ein richtiger Einstein. Oh Gott, ich habe nicht gesehen, was du einsetzt. Ich glaube, ich bleibe auf Plateauman. Flauze! Okay, hatten wir den Typen nicht schon? Hatten wir nicht schon mal einen Typen mit so einem Flauze und einem Kaumalate? Ich habe den richtigen Namen von Flauze vergessen. Bubenmedlin oder so? Ach, irgendwie so. Ja, aber gegen so einen haben wir doch schon mal gekämpft. Der hatte dieses Vieh und einen Kaumalate. Ich frage mich, ob das derselbe Typ war. Wahrscheinlich nicht, aber... Ist lustig, wenn man so drüber nachdenkt, dass vielleicht derselbe war, dem wir jetzt nochmal begegnen. Ich weiß, ein Brüller. Okay, Level 31. Und wir haben Connor besiegt. Du musst mir eine Technik beibringen. Halt den Mund, Connor. Ja, wisst ihr was, der Kampf hat mich mehr erschöpft, als er sollte. Sowohl im Spiel als auch in Wirklichkeit. Deswegen werde ich mal eben einen Abstrich am Pokémon Center machen. Weil ich keine Lust habe, jetzt zwei Supertränke zu verschwenden. Ich meine, so viel Geld habe ich jetzt im Spiel auch nicht verdient. Dass ich mir sowas leisten kann und meine Fresse. Oh, es ist gerade 19 Uhr und ich habe das Gefühl, da kommt gerade die stärkste Hitzewelle des ganzen Tages rein. Oh Gott, das ist so schrecklich. Was macht ihr denn Schönes, um mich bei der Hitze abzukühlen? Ich bräuchte einen Ventilator, aber ich habe keinen. Ah, ansonsten habe ich kalte Getränke. Und als ich heute Essen bestellt habe, habe ich mir die eine Eissorte mitbestellt, die es bei jedem Lieferservice gibt. Ben & Jerry's. Ich meine ernsthaft, weil wir mal beim Lieferservice, habt ihr mal geschaut? Die Kategorie Eis sollte einfach, wobei ich glaube, bei dem heißt die Kategorie Eis sogar Kategorie Ben & Jerry's. Weil ich mir nur dasselbe habe und da habe ich mir so einen fetten Becher bestellt. Da ist mir aufgefallen, Mann, 500 Milliliter Eis, das ist eine Menge. Da habe ich ein bisschen was gegessen. Und die Temperatur, die meinem Körper für die kurze Zeit runtergekühlt wurde, die ist jetzt wieder nach oben gegangen. Wahrscheinlich ist sie noch weiter nach oben gegangen, weil mein Körper erst damit arbeiten musste... Also mehr Energie verbrauchen musste, um das Ganze aufzuwärmen, was er insgesamt alles weiter erwärmt hat. Aber darum geht's nicht. Das war auf jeden Fall meine Taktik oder so ein Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Machen wir einfach weiter. Und versuche einen Magnetilo abzuschlachten. Dass er einen verdammten Funkensprung macht. Hör auf damit, Magnetilo. Du bist der Typ Pokémon, der dich schwebert, oder? Entweder Schwebe oder dieses Teil, das einen Treffer K.O. verhindert, oder? Es ist keine Schwebe. Yeah! Wenn du jetzt noch lebst, dann weiß ich, was du hast. Okay, ich glaube, du hast dieses Teil, das wirklich einen Treffer K.O.-Attacken verhindert. Sowas wie Guillotine und sowas. Fluffy! Ich glaube, das war ein Fluffy-Fluffy... Schafi. Yay! So Fluffy. Friss Erdbeben. Ich mag keine flauschigen Dinge, bis auf Flauschi. Ganz klar, aber Vati, das ist doch Vati, oder? Voltilam, Vati, Ampharos. Ja, das ist ein Vati. Vati, ich bitte euch, Leute. Ich bitte euch. Das war sicher auch für mich. Halt den Mund, Alter. Okay. Weißt du was, du hast Kampf-Pokémon, oder? 14 Megawatt von Strom. Alter, ich weiß nicht wirklich, ob das viel ist. Ich kann mit der Anzahl Megawatt nicht viel anfangen, tatsächlich. Weiß nicht, was ich davon halten soll.
Aber gut. Wer runtermacht. Ah, oh, Elektrik. Fields, wollen wir es versuchen? Ich glaube, ich muss versuchen. Fields muss nämlich endlich mal anfangen, auch hochzuleveln. Versucht die Psychokinese. Nein! Oh Gott. Oh. Dieser Sternschauer war bedingt stark. Mit bedingt meine ich. Ja, so nicht. Was hindert. Warum setze ich nicht zuerst Pilzspore ein? Ich glaube, das wäre eine wesentlich cleverere Taktik. Ich meine, dann schläft das Kackviech. Wenn das Kackviech schläft, dann kann es nicht viel gegen mich machen. Das scheint mir auch ganz sinnvoll zu sein. So. Ah, super Trank. Yeah. Gott, du hast 65 KP, Fields. Na, oh, meine Gefühle. Halt den Mund, Fields. Ah, Fields. Eines Tages wirst du ein wundervolles Kleid tragen. Dann wirst du auch stark sein, okay? Was ist das hier gerade? Ist das eine Art Dungeon? Ist das ein Pokémon-Dungeon, ja? Okay, cool. Will ich mit dir reden? Ich weiß nicht. Oh, die Elektrizität ist zu viel. Wir können nicht mehr widerstehen. Okay, und bei dir wissen wir nicht, wer du bist, weil wir nur den Hinterkopf sehen. Alles klar, wenn wir dein Gesicht sehen würden, dann wüssten wir deinen Namen. Also, sogar mit diesen ganzen Verschlussteilen am Damm ist die Strömung zu stark und... Oh nein, zu viel Strom, was sollen wir nur tun? Hey, MOP männlich, suchst du nach Flo? Wer ist Flo? Oh, du hast sie gefunden, okay. Das bin ich. Cool. Was brauchst du, Candy? Ich bin beschäftigt. Da ist so ein Sensor. Okay, oh, es ist so warm für sowas. Ich will die ganze Scheiße nicht übersetzen. Es ist mir so egal. Ups. Du bist die Relayleiterin. Okay, yep. Möchtest du mich herausfordern? Okay, ja, ist gut. Security Card! Will ich die wirklich? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt bin ich durchgelesen. Das war wieder einer der Dialoge, die wichtig waren. Das war eine clevere Aktion. Aber gut, wir können ja durch. So, was gibt's hier? Trainer? Du bist ein Trainer. Oh, dieser Generator ist fake. Oh, voll unrealistisch. Oh, so ein richtiges Arschloch. Donnerstein. Für umsonst. Yeah. Ich wollte gerade fragen, ob wir... Käfertypen. Nee. Ich wollte gerade fragen, ob wir hier schon waren, aber tatsächlich ist es egal, weil ich noch nicht ins hohe Gras reingegangen bin. Und ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssen noch mal kurz backtracken und dann müssen wir nachschauen, ob wir in der Gegend schon waren. Das ist wichtig, ich muss wissen, ob ich ein Pokémon fangen kann oder nicht. Weberak. Du kannst kein Käferbiss, oder? Du kannst Käferbiss. Du stirbst. Yeah. Reicht wohl nicht für ein Level ab. Weberak sollte ungefähr, ja, gar nichts geben. Ariados. Ich sehe schon, die Sache wird unangenehm. Friss Pilzspore, dann schläfst du. Und dann, wenn du schläfst, kann ich dich mit der Psychokinese psychokinesen. Ich lasse dich mit der Macht meiner Gedanken nach oben fliegen und wirf dich gegen den Baum. Fuck. Ah, das war nicht so geplant. Ich wollte Pilzspore tatsächlich nicht nochmal einsetzen. Aber es glaubt doch nicht. Psychokinese, das war der Angriff, den ich wollte. Und er macht nicht genug Schaden. Das war jetzt nicht so überraschend. Aber Ariados schläft noch. Insofern ist alles super und wir können es einfach killen. Und die Erfahrungspunkte abstauben. Vielleicht gibt der Ariados ja genug für ein Level-Up, aber wahrscheinlich nicht. Und? Ja. Okay, ein kleiner Balken fehlt noch, dann haben wir einen Gardevoir. Noch ein kleiner Balken! Das bedeutet, ich werde jetzt mal kurz da bei den Gebieten schauen, ob wir da was fangen können. Und dann werde ich mir mal kurz die Werte von Fields anschauen. Das ist wichtig für mich zu wissen. Sea Spray Dumb. Das klingt ziemlich dämlich und ich könnte da auch mal nach oben gehen. Das gute Argument, okay, das ist immer noch dasselbe. Was gibt's denn da oben? Gibt's da überhaupt irgendwas? Ein Pokéball. Ein Hyperball. Ultraball ist Hyperball, oder? Oh, und du machst Fotos von dem Damm. Von innen. Okay. Ich meine, wenn man Fotos von was macht, von dem Gebäude, dann ist man in der Regel immer im Gebäude, nicht außerhalb von dem Gebäude. Das macht schon Sinn. Und da haben wir einen Blattana. Hallo, Blattana. Ah. Danke für alle Leute, die mich aufklären, dass das nicht Platana, sondern Fulipurba heißt. Ihr seid spitze. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch machen würde. Ah. Ich meine, ohne so hilfreiche Leute wüsste ich zum Beispiel auch nicht, dass
Arbok rückwärts gelesen tatsächlich nicht Natter heißt, sondern Rettern. Ich meine, hätte man mir das nicht gesagt, ich hätte keine Ahnung. Ja, danke. Okay, dann haben wir unser Level up. Von Fields, das bedeutet, oh, Gefühle von Fields, okay. Shit, ich habe jetzt gesehen, dass der Angriff auf 35 war. Und das war's. Aber, Gott, Fields, und du bist echt männlich. Ah. Oh. Es wird noch eine anstrengende Zeit mit dir, habe ich das Gefühl. Das wird eine so anstrengende Zeit, weil ich meine, schaut ihn euch jetzt an, okay? Ihn. Ihn! Schaut ihn euch an. Das... Verdammte Scheiße, Fields. Du hast ja wirklich ein herrliches Kleid und alles, aber... Verdammte Scheiße, du bist männlich. Ich weiß, deine Gefühle sind stark ausgeprägt und... Niemand versteht deinen Schmerz, den du erleidest, aber... Komm schon. Wirklich. Oh, ich bin übrigens da drüben. Okay, das? Ah! Okay, hi. Wenn da nichts am Auslecken ist, dann ist das ja super, mein lieber Prof. Ich meine natürlich Mechaniker, Victor. Fucking Victor. Wirst du ein Erdbeben, Pikachu, okay? Oh. Oh, ich bin schneller und das Erdbeben wird ein One-Hit, oder? Oh, das war super. Wundervoll. Das bedeutet, wir haben nicht mal fast ein Level up. Magnetilo. Ich wollte fast Magneton sagen, allerdings ist es doch Magnetilo und es hat ebenfalls keine Schwebe. Hey Magnetilo, wisst ihr, was hilfreich für euch wäre? Wenn ihr die Fähigkeit Schwebe hättet, vielleicht würdet ihr dann länger überleben. Aber wahrscheinlich nicht. Ihr werdet das wohl nie herausfinden, denn ihr seid tot. Ah, okay, hi. Oh, Power Spike, okay, dann gehe ich wieder. Warum könnte ich denn überhaupt hier hinlaufen? Fragen über Fragen. Niemand hat eine Antwort für uns. Wisst ihr was? Moment, wir müssen mal kurz... Ich muss mal dran denken, an die Werte von Fields zu schauen. Denn Fields Werte sind ja das, was für mich wirklich wichtig ist. Oh, 96er Spezialangriff. Oh, Fields. Fields, ich bin... Oh, und die Spezialverteidigung. Oh, Fields, du bist ein super Typ. Du bist ein super Typ. Ich mag deine gefühlvolle Art und so einen Schwachsinn. Du gibst mir das Gefühl, dass ich nicht ganz so verweichlicht bin. Noch ansonsten scheinst du stark zu sein. Nimm, was ich sage, nicht zu ernst und brich mir bitte nicht das Genick dafür, was du mit einem einzigen Gedankengang machen könntest, lieber Fields. Ich bin doch dein Trainer und Meister und Gott. Denk daran. Vergiss das nie. Ich glaube, ich muss kurz einen Schluck trinken. Denn die Flüssigkeit, die ich gerade über meine Stirn verliere, das ist zu viel. Ich trockne aus. Von außen heraus. Das hat sich sehr viel... an. Das ist echt unangenehm. Ich glaube, das hat man voll gehört. Ich habe so an der... Ich habe eine Cola-Flasche so dran genuckelt, dass ein Vakuum entstanden ist. Dadurch hat man richtig dieses... Geräusche, als ich meine Lippen davon abgezogen habe, gehört. Das ist mir sehr unangenehm. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr das nicht weiter ansprechen würdet. Dankeschön. Und dafür gehen wir auch weiter. das sind die, bei denen jeder was von bekommt. Was hast du denn auf Lager? Ich wusste ja, jemand will hier entlang gehen. Du kleiner Drecksack. Du kleiner stinkender Pfadfinder-Drecksack. Und Togetic. Okay, ich würde mal sagen, Togetic. Weißt du was, du bekommst Follow Me. Was ist Follow Me? Achso. Ich weiß nicht, wie der Angriff auf Deutsch heißt, aber Togetic wird dann... Ach komm schon. Wirklich. Ah, okay, und er macht Gena. Auf jeden Fall, dieser Angriff bewirkt, dass man nur noch Togetic angreifen kann, was nur dann was bringt. Wenn es 2 gegen 2 Kampf wäre, was aber nicht der Fall ist. Insofern, was machst du da für einen Schwachsinn, Togetic? Das bringt nichts. Oh, Togetic ist also ein Hustler. Ich merke schon. Da die Fähigkeit Hustle. Ja, yeah. Togetic ist richtig am Hustlen. Deswegen bekommt sie Psychokinese, Bitch. Das ist ein One-Hit, oder? Fields. Ich will deine Gefühle nicht verletzen. Was quasi unmöglich ist, weil...
Der ist schon mehr gefühlvolle Typ, aber das hätte eigentlich ein One-Hit sein sollen. Ich bitte dich, reiß dich zusammen, Fields. Reiß dich zusammen. Ich glaube, das mit meinem Genick, mit einem Gedankengang brechen, es war wohl auch nur mehr eine bunte Übertreibung meinerseits als alles andere. Fucking Fields. Tislup, das ist ein Mann. Diese Tislup, wenn du bewusstlos bist. Tislup. Da muss ich nicht mal kauen, der schluckt dich einfach am Stück runter. In einem Bissen einfach so. Wurm. Das ist super. Das ist ein richtiges Pokémon. Und nicht Fields. Kenn ich mal den Togetic One-Hit? Was ist das? Und du, Tangela, mit dir will ich gar nicht anfangen, du Spaghetti-Monster. Mit den roten Schuhen. Warum rote Schuhe? Und warum? Ah. Warum bin ich ins... Verdammte Scheiße! Warum bin ich in Skype jetzt nicht mehr beschäftigt? Mal so ein Freund... Oh, jetzt geht der Sound aus, wenn ich kurz ein anderes Fenster anwähle. Ist ja gut! Okay. Das hat gut geklappt. Auch hier reden wir nie wieder drüber. Funktioniert der Sound wieder, ja? Fucking Skype-App. Die Skype-App, ich sag's euch, ist der größte Crap, den es überhaupt gibt. Erstens, sie ändert euren Online-Status immer wieder auf Online, was dafür sorgt, dass dann auf einmal blöp Geräusche kommt, wenn auf einmal die Leute aus der TTT-Konfi der Meinung sind, hey, wir unterhalten uns jetzt eine Menge. Und auch insgesamt ist sie super nervig. Yo, MOP männlich, da ist eine neue Stadt. Ultimate Lifeform. Percy! Hey, MOP männlich, änderst du dich an mich? Na klar. Du bist Shadow. Shadow der Hedgehog. Siehst genauso aus wie Sonic. Wir haben gekämpft und du hast mich besiegt. Du hast das Pikachu besiegt. Wir haben voll hart trainiert und wir suchen die Chaos Emeralds. Ultimate Lifeform. Na, oh, schau mal, wir waren im Training und ich habe mich weiterentwickelt. Bin ich nicht magnificent? Ja, du bist auch lieblich. Ruff, ruff. Ja, Igelava ist bezaubernd. Wow, meinst du das ernst? Ein Gerät, das übersetzt, was die Pokémon reden? Das ist der Shit, Alter. Hat seine Pokémon stärker gemacht? Lass mich das in dem Kampf sehen. Okay, lieber Percy. Ich war mir ziemlich sicher, dass es genau darauf hinauslaufen wird. Du bist sowas von Shadow der Hedgehog, Alter. Und leider muss ich dir sagen, dass dein Igelava... Ah, das ist ein schlechter Witz. Erstmal wird's paralysiert, dann... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das richtig schön, okay? Igelava wird richtig bedient. Es wird bedient! Dann machen wir einen Kreideschrei. Dann machen wir ein Erdbeben. So wie jedes Mal. Das ist eine gute Taktik, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Tislup hat da ernsthaft gute Moves am Start. So ein Giftzahn wäre natürlich noch unfassbar cool, aber man kann ja nicht alles haben. Da wollte das Igelava wohl gerade einen Ruckzuck-Hieb machen. Hätte eh nichts gerne, weil es ein schwacher Angriff ist. Und es ist down. Ja, das, ja. Ein Kirlia! Fields? Nun ist deine Zeit zu glänzen. Zeig, was du gelernt hast, Fields. Zeig es ihnen allen. Fucking Kirlia! Auch männlich, Ich weiß, ihr beide habt euch sicher viel zu sagen. Ihr müsst unbedingt austauschen, wer gerade die am stärksten verletzten Gefühle hatte und wer von der Welt am wenigsten verstanden wird. Aber bitte, haltet euch ein bisschen zurück und prügelt euch gegenseitig kaputt. Ja, das machen wir mit euch. Wir sind eure Trainer. Obwohl ihr endlich einen Seelenverband gefunden habt, zwingen wir euch dazu, euren Seelenverwandten, also quasi besten Freund, Familienmitglied, nennt es wie ihr wollt, umzubringen. Also, wenn das nicht deine Fields verletzt, dann weiß ich auch nicht. Fucking Fields. Du machst mich schon wieder wütend, wenn ich so über dich nachdenke. Und Fritzel? Nein. Du bist raus. Wie gesagt, dein Name hat dich disqualifiziert. Geh mir aus den Augen. Dabei bleibe ich. Okay, Percy besiegt. Na, Ultimate Lifeform. Oh nein, all die harte Arbeit. Ah, ich hab 1000 Pokédollar gewonnen, das war es wert. Du bist mir immer einen Schritt voraus. Was heißt da einen Schritt voraus? Konnte eins der Pokémon überhaupt angreifen einmal? Ja, ich glaube, der Nigelauer, weil es ruckzuck-Hieb kann, aber... Ernsthaft, Alter, das war ein schwacher Auftritt. Fossilienfinderhaus. Das ist interessant. Das bedeutet, wir werden eventuell ein Fossil finden. Habt ihr auch das Gefühl? Ich hab das Gefühl. Okay. Ding, 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 ding. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir haben eine neue Stadt entdeckt, in der wir uns jetzt noch nicht umschauen. Das machen wir erst im nächsten Part von Pokémon Glazed. Ja, wirklich.
Und ich habe keinen Pokémon verloren in dieser Aufnahmesession, die viel zu heiß ist. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Bis dann. Gute Nacht.